Hallo und herzlich willkommen zurück im Haukenland. Wie ihr sehen könnt, im normalen Haukenland, es läuft auch wieder der Server. Das habe ich mal eben in den letzten 8 Minuten ungefähr hingerichtet, eingerichtet, fertig gemacht. Denn ich habe im Großen und Ganzen den ganzen Nachmittag damit verbracht, den Server unter 1.7.10 laufen zu lassen. Also mit einer neuen Karte funktioniert das auch einwandfrei. Aber sobald es dann daran geht, die alte Karte mit einzubinden, die ich dann im Vorfeld natürlich schon konvertiert habe. Entschuldigung. Konvertiert habe. Da läuft es einfach nicht. Da wird dann einfach der Server runtergefahren. Weg. Also man kann sich kurz einloggen. Und ich habe es auch mal geschafft, mich zu bewegen. Aber sobald man sich bewegt, irgendwie. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Entweder hat der Server da ein Problem oder der Klient oder die Umgebung verursacht irgendwelche Fehler. Wobei am Spawn, also im Grunde auch wirklich da, wo ich als allererstes gespawnt bin, da sind im Grunde nur Vanilla-Items. Also selbst wenn er dann anfängt zu laden, wenn man sich dann bewegt, weiß ich nicht. Ob ich mich dann zu schnell bewegt habe für den Server, das kann ja schon mal sein. Da steht dann mal so ein flotter Spruch wie moved too fast oder sowas. Ist aber eigentlich eher nur, wenn der Server laggt. Stimmt, ich hatte mir gar nicht angeguckt, wie viele Ticks auf dem Server gerade laufen oder eben auch nicht. Ich laufe jetzt einfach mal zu den Türmchen nach oben. Also irgendwie muss ich da von innen noch einen Weg rüber hin irgendwie bauen, machen, tun. Ich weiß. Ey. Weiß nur noch nicht ganz wie. Aua ja. Au! Hahaha. Oh, er hat die Tür aufgemacht. Aber er wird nicht den Knopf drücken können. Sehr gut. Ja, wie man sieht, es hakt auch so ein bisschen. Vorhin hat sich der Server dann auch noch mal munter weggehängt. So. Munter halt. Ja, aber wie gesagt, ich habe es dann in 8 Minuten noch hingedengelt bekommen und letztendlich können wir jetzt hier auch wieder auf dem Server uns bewegen. Jetzt geht's ganz nach oben ins Zipfelchen. Aua. Ey. Und dann hockt hier eine Spinne rum, ey. Ich glaube es nicht. Paar Leben. Eine Tür würde der Sache vielleicht noch zuträglich sein. Würde ich jetzt mal behaupten. Musik tendiert G0, aber es ist auch ein bisschen nicht so fetzig, würde ich mal sagen. Zu funky. Zu leise. Zu underdog. Yeah, Bossa. Ja, hatte mir dann natürlich auch entsprechend noch nicht so die Gedanken gemacht für heute, was ich denn hier jetzt noch so anstellen könnte. Wie gesagt, der Aufzug ist fertig. Doch glatt ein Stück Holz da rausgehackt. Es ist effektiv doch zu wenig Licht hier in dem Schuppen. Das sollte ich vielleicht mal irgendwie ändern. Ich könnte ja auch so braun sein und hingehen und auch auf der Innenseite dieses Eis hinbauen, wo dann unten erstmal
Reihe an invertierten Roadlamps wäre. Ist gar keine schlechte Idee, muss ich sagen. Ich sollte vielleicht auch mal hier den Chat wieder nach vorne holen. Ah, hallo! Hallo Leute! Hallo Dr. Snone! Und hallo Afrobaty! Mal von unten anschauen. Was spielt er? Ja, eigentlich hatte ich angedacht, die Servergeschichte für Minecraft 1.7.10 zu testen heute. Ich habe den ganzen Nachmittag damit verbracht, den Server dahingehend zu präparieren, die Karte mit Midas Gold umzuwandeln und überall Gummipferde-Scheiße weg hier. Lass mich in Ruhe. Oh. Ich fahre einfach wieder nach oben oder nach unten. Einfach wieder nach unten, dann kommt es mir nicht hinterher. Ja, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren, grandios. Ich bin wieder wirklich richtig gut heute. Invertierte Roadlamps waren angesagt. Ich glaube, die hatte ich hier hinten mit beim Stein bei. Jawohl, so ist es. Ja, es fehlt immer noch munter vor sich hin. Also, ich habe sämtliche Tricks, Kniffe und dergleichen genutzt, um das Ding zum Laufen zu bringen. Danke für den Follow, Afrobaty. Auf jeden Fall hat es nicht hingehauen. Also, ich habe wirklich sämtliche Register gezogen. Da war einfach nichts zu machen. Also das, was ich geschafft habe, ist, mich auf dem Server einzuloggen, genau am Spawnpunkt auszukommen. Also an diesem allerersten, wo ich auch damals vor 3,5 Jahren quasi gespawnt bin. Irgendwo in der Nähe der Eisenbahn ist das diese Phantasialandbahn, die quasi von Kurzpuppe sozialen Wohnungsbau über das Spawndörfchen Kleinhauken dann letztendlich bis nach Nordhauken geht, da wo meine Farming Grounds sind. Farming Ground, das hört sich auch falsch an. Wo meine mein Bio-Bauernhof-Dorf ist. Ja, bis da. Und wie gesagt, ich konnte mich ein bisschen bewegen. Das war das höchste der Gefühle. Aber dann ist der Server auch recht schnell abgekackt. Mach ich auch YouTube? Ich mache auch YouTube, ja. Unter youtube.com/rotzkocher. Genau wie hier bei Twitch auch. Da findest du teilweise ältere, in dem Fall vorangegangene Streams aus dem Haukenland. Und es kommt jeden Tag eine neue Folge von Fallout New Vegas. Also wer den Klassiker, den Nachfolger von Fallout 3 noch nicht gesehen hat, der kann sich das in so ziemlich der ganzen Länge nachholend auf YouTube anschauen. Sind jetzt bei irgendwo Folge 400 und ein paar kleine. Ich habe mir also wirklich Mühe gegeben, da nach Möglichkeit ziemlich viel zu erkunden und viele Quests zu machen und häufig zu sterben auch vor allem. Was man aber nicht unbedingt sieht, weil teilweise hatte ich ja da noch die Möglichkeit, das dann entsprechend noch rauszuschneiden. Selbst aus Livestreamings, die ich auch schon mal mit Fallout mache, ab und an kommt das schon mal vor. Jetzt habe ich hier einen ganzen Stack Schnee noch vom Schaufeln vorhin, gestern. Letzte Tage. Hallo Max! Macht der, jedenfalls ist Streamer auch. Nee, Spaß. Ja, YouTube ist ein bisschen stiefmütterlich im Moment. 435, echt so weit schon? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Müsste ich mal eben nachschauen. Augenblick. Also die letzte hochgeladene Folge, die aber noch nicht veröffentlicht ist, ist Folge 414. Die kommt dann am Freitag. Und da ist aber auch noch einiges über von dem Stream letzte Woche. Also bestimmt noch so 2,5 Stunden. Fast 3. Ja, 2,5 Stunden ungefähr. So, jetzt würde ich mal sagen, heute eine Betonzunge. Genug gefaselt, erstmal wieder zurück. Ja, genau. Oh, es lädt auch ziemlich lahm. Also irgendwann schaffe ich es mal, dass dann beide Server nicht mehr laufen. Dann kann ich nur noch Cities Skylines spielen.
Was ich im Übrigen mit allergrößter Wahrscheinlichkeit diesen Freitag nicht machen werde. Da werde ich nämlich mal mich zur Abwechslung wieder in R-Faktor 2 versuchen. Guten Abend. Bitte was? Du brummst und bist sehr leise. Jetzt brummt es lauter, aber du bist genauso leise. Jetzt? Ja, jetzt ist schön. Gut. Läuft der Server? Der 147er Server läuft jetzt, ja. Gut. Der ist nur gestern einmal weggeschmiert, irgendwann um 8:45. Ja, vorhin war er auch nicht da, also. Nee, vorhin habe ich auch krampfhaft versucht, den Server für Version 1.7.10 laufen zu lassen. Ich habe quasi den ganzen Nachmittag damit verbracht, die Karte zu konvertieren, den Server einzurichten. Penibelst nach Anweisungen von Dr. Snone, aber letztendlich kackt mir die Karte immer ab. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Immer wenn ich mich dann einlogge, dann ist es direkt vorbei. Dann also. Macht sich der Server von alleine zu. Ah, ja. Okay, hole mir PC von Alienware bzw. Minecraft. Cool, darf ich dann auf TS und Server? Ja, warum nicht? Wobei bei Alienware, da weiß ich nicht, ob ich da. Ja, mein gut, ist natürlich optisch ansprechend, aber. Ich bin natürlich ein Verfechter von nach Möglichkeit selber zusammenbratzeln irgendwie. Alienware ist überteuerter Scheiß, Mann. Ich wollte es jetzt nicht so ausdrücken, aber also ich muss sagen, das Design finde ich eigentlich immer recht ansprechend. Auch so, was sie so an Sachen rausbringen, aber ich sag mal, für ein Drittel des Kurses bekommt man auch die entsprechende Hardware und kann sich dann auch einen schicken Rechner zusammenbauen. Im TS ist Kotzpupe gerade. Was für ein PC hast du? Kannst du den Link senden? Das ist ein Gamer-PC, ist, brauche ich einen neuen. Ja, meine Konfiguration steht quasi unten in der Beschreibung. Also bis auf Schuh- und Unterhosengröße habe ich da so ziemlich alles drin stehen und ich glaube, mein Alter steht da auch nicht drin. Da ist ja immer ein großes Mysterium. Wie alt ist denn jetzt der alte Mann? Der alte Mann und der Minecraft-Server. Ja, wie gesagt, Version 1.7.10 will irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle. Entweder ist der Server zu alt von der Hardware. Die Beschreibung davon steht da auch drin jetzt unten in der Beschreibung. Die Beschreibung steht unten in der Beschreibung, ja. So sieht das aus. Und soll ich das wirklich bis nach oben ziehen hier? Ich meine, es gibt ja schöne Muster so da oben. Vielleicht sollte ich das wirklich tun. Dann gehe ich mir nämlich nochmal Eis holen. Dann mache ich von innen nämlich auch eine schicke Eiswand bis da oben. Und dann muss ich nochmal gucken, ob ich dann da nicht vielleicht noch irgendwie eine Zwischendecke reinziehe mit Glas oder noch so unten Marmor drunter, damit man dann eben das Holz von oben nicht sieht. Ist zwar protzig und vollkommen sinnlos, aber ja, macht schön. Außerdem habe ich dann was zu tun. Ja, Eis war angesagt, ne? Eiszäune. Ja, Taschen voll mit Rummel. Die Lampe werde ich auch erstmal nicht brauchen, würde ich sagen. Und dann noch welche? Nein, ist auch kein Platz mehr, wie schön. Ich könnte noch ein paar Blumen irgendwo hinsetzen. Ich habe ja noch hier ein paar Blumentöpfe und ein paar Rosen und das ist auch schön Vanilla alles. Vielleicht kann ich unten in der Bücherei ja nochmal so ein paar Blumen am Tisch stellen oder so. Dann wirkt das vielleicht noch etwas freundlicher hier. Tja, wo machen wir die denn jetzt mal hin hier? Ja, ist zwar irgendwie ein bisschen dämlich, wenn man sich dann da hinsetzt und hat direkt so einen Strauch im Gesicht, aber erstmal sind wir sie dann los und zweitens, nee,
Sieht doch schön aus. Die Bücherregale könnte ich auch nochmal irgendwie bestücken. Ich habe ja noch einige verzauberte Bücher bei mir in der Pyramide. Die könnte ich dann mal rüberholen und hier dann irgendwie unterbringen. Super, jetzt haben wir hier zwei Töpfe zu wenig. Das ist wieder das übliche Problem, aber egal. Nee, lass mal gucken. Mal irgendwas loswerden hier. Drei Rucksäcke voll mit Plurren. Nee, erstmal nach Hause. Können wir noch irgendwas ausladen? Ganze Holz loswerden. Kein Platz mehr. Das Torwut war hier hinten. Marmor, den bräuchte ich nachher noch oben dann für die Decke. Die Fichte lassen wir mal hier. Treppen und die Slabs auch. Habe ich noch irgendwo einen Flitzebogen aufgegabelt? Schaufel kann dann auch weg. Hier hätte ich sogar noch Roadlamps gehabt. Ja. Boah, ey, weil ich so lange schon nicht mal Minecraft gespielt habe, habe ich gerade aus Versehen mein Schwert weggeschmissen, anstatt es zu benutzen, und da fiel es in eine Schlucht runter. Und da musste ich erstmal reinspringen und mein Schwert suchen, und da waren Skelette und da hast du nicht gesehen. Und oh. Das ist keine sehr kluge Entscheidung gewesen, aber sowas passiert mir auch schon mal. Gestern habe ich auch noch meinen Flitzebogen mal aus Versehen weggeschmissen. Ja. Eiswand. Spielst du auch mal Bed Wars? PvP? Kann ich mit einem klaren Nein beantworten. Also ich selber zocke kein PvP oder Minigames, solche Sachen. Aber Dr. Snona hat da letztens wohl mit angefangen. Der streamt nämlich auch manchmal. Und hat dann da auch mal irgendwelche Spielchen gemacht. Spielchen hätte ich hier auf dem Server auch ganz gern, aber bisher konnte ich da irgendwie noch keinen zu motivieren. Die wollte ich auch noch mit rübernehmen. Machen wir dann aber später, nachdem ich die Innenseite auch noch vereist habe quasi. Die Blümchen weg. Ist auch kein Platz mehr. Alles voll. Ich gehe am Stock. Nehmen wir den Flachs hier mal raus. Kein Flachs hier. Und den... Ich weiß gar nicht. Jo, da passt er noch rein. Dann die Glasscheiben. Ich denke nicht, dass wir im Moment noch irgendwelche Etagen oder dergleichen bauen werden. So, dann oben für die Decke was. Und eigentlich müsste ich auch meinen Flugring bzw. die Batterie dafür mal aufladen. Das können wir ja auch direkt machen, wo wir schon mal hier sind. Muss ich mich gleich nicht nochmal idiotischerweise rüberporten. Voll auf die 12. Mehr Energie. Gut, ja, dann gehen wir mal zurück. Mal gespannt. Jetzt fahre ich wieder ganz nach oben, wa? Ja, natürlich. Und wieder einen runter. Ping. Fangen wir doch mal an hier. Oder soll ich mal erstmal oben die Decke machen? Machen wir erstmal oben die Decke.
Was natürlich teilweise schade ist dann. Halt! Wobei, wenn ich hier anfange. Könnte ich da vielleicht sogar noch Glas reinsetzen, das ich natürlich gerade weggelegt habe. Dann haben wir die Beleuchtung nämlich auch unten. Leichte Orientierungsprobleme gerade. Vorhin habe ich mir noch einen Beitrag von der Republika angeguckt, die ja momentan in Berlin läuft. Und zwar Philipp Banse, der auch für Spiegel TV Sachen macht, beziehungsweise selber auch das Küchenradio oder den Küchenradio-Podcast veranstaltet, macht, was auch immer. Der hat sich mit zwei Leuten unterhalten, die Minecraft mehr in Schulen bringen wollen, beziehungsweise auch in Städteplanungen einbinden wollen, wo dann Leute, die vielleicht sogar in manchen Ländern weder lesen noch schreiben können, dann mit recht einfachen Mitteln, weiß ich nicht, ja, ihr Stadtviertel mitgestalten können. Soll es ja alles geben, irgendwelche Slums in Südamerika. Dass man da vielleicht nicht unbedingt ein Genie ist, wenn man da wohnt. Und auch für Jugendliche so als recht einfaches Mittel dann entsprechend zu nutzen. Ich hatte auch einfach mal überlegt, vielleicht gehe ich mal da auf den Server und gucke mir mal an, was die da bisher gebaut haben. Ist Vanilla. Und ich glaube Creative, was die da machen. Also zumindest haben sie einen Teil von dem Berliner Tagungszentrum nachgebaut, wo da diese Veranstaltung ist. Aber ist auch sonst extrem sehenswert, weil auch kluge Menschen da ein bisschen was über die digitale Gesellschaft erzählen. Ich bin auch wieder gespannt auf die Brandrede von Sascha Lobo, die da jedes Jahr obligatorisch stattfindet. Nee, Frau ist hier am Rumrödeln, Staubsaugen. Tja. Jetzt haben wir keinen Marmor mehr. Müssen wir gleich noch welchen holen. Und das wird ja auch nicht ewig halten. Vielleicht komme ich da so zwei, drei Runden mit. Ups, das war ein bisschen viel. Ja, also auch zum Beispiel, was ich auch geguckt habe, was recht interessant war, von Frank Rieger, der ja auch im Vorstand vom Chaos Computer Club ist, wie man denn quasi verhindern kann, um das jetzt mal überspitzt und runtergebrochen zu sagen, dass wir uns von irgendwelchen ja, programmatischen Ablaufen versklaven lassen als Angestellte, Arbeiter. Wie es ja nun mal manchmal ist, hatte er auch anhand von einigen Beispielen dargelegt. War auch ein wirklich interessanter Talk mal wieder von ihm. Soll ich hier vielleicht, soll ich oder nicht? Von außen kann ich, glaube ich, eh nichts. Ja, so ein Mist. Ich sollte vielleicht in dem anderen, auf dem großen, an dem großen Turm, oder soll ich hier eine Tür reinmachen? War ja vielleicht auch mal eine Idee. Dass man hier quasi hier haben wir nämlich auch noch eine schöne Halle, die man mal nutzen könnte. Beziehungsweise es wird dann eine schöne Dachterrasse nach der Konvertierung.
eine Tür nach draußen. Es fehlt eine Tür. Aber dann hatte ich nicht noch irgendwo ein Schlupfloch gelassen, um da rauszukommen. Achso, deswegen ist er auch nicht im TS. Also hier wieder streamen durch die Woche, wenn es passt. Rein da. Nee, das könnten wir sogar rausnehmen hier. Na, das ist ja geil. Dann ersetzen wir das auch gegen Encased Tower Wood. Nur dann haben wir immer noch keine Tür nach draußen, ne? Eine Tür nach draußen. Wie könnten wir das machen? Da in Case Tower Wood hin und dann geht das Eis da weiter rüber. Dann auch noch Towerwood rein, dann passt das auch schön mit dem Abschluss. Aber eine Tür nach draußen haben wir dann immer noch nicht. Eine Tür nach draußen natürlich mit Donnerstag am Wochenende. Ja, das könnten wir natürlich auch mal machen. Vielleicht ja Samstag. Wie gesagt, Freitag wollte ich vielleicht mal gucken, ob ich nicht mal ein paar Ründchen drehe. Ich sag mal ganz platt, Probe und ein Stellfaden. Wo willst du ein Rundchen drehen? Was soll ich denn da? Glaub ich. Ja, mal so, wie gesagt, Nordschleife, Probe und ein Stellfaden. Mal so ein bisschen cruisen, bisschen fiddeln, bisschen fahren, bisschen abkacken. Bisschen Bier trinken. Los, richtig. Vielleicht kann man ja hier eine Tür nach draußen machen, obwohl ich bin da nicht so optimistisch. Da geht das schon mal nicht. Ich würde vielleicht... hier funktionieren. Ich jetzt natürlich auch wieder alle weggepackt. Ne? Eiche. Ne, wenn dann eigentlich schon im Birke. Wie schon ein paar Mal gesagt, ein wunderschöner Frauenname. Wenn nicht wirklich. Die Halle hier, die wollte ich dann auch noch für irgendwas nutzbar machen. Also es gibt auch schon den einen oder anderen, der Project Cars streamt, wa? Weil das Game offiziell noch gar nicht draußen ist. Das ist richtig, ja. Das ist irgendwie haben das wohl einige zu früh ausgeliefert. Und die Entwickler gucken wohl auch bei den Streams zu und gucken wegen der Kritik.
Haben dann wohl auch schon Sachen gepatcht jetzt. Das sind ja meistens auch so Sachen, wo ich mich dann frage, machen die selber keine Beta-Tests? Ja, wozu? Vor allen Dingen war der ja irgendwie angekündigt. Wozu man irgendwie einen Day-One-Patch auch noch ankündigen muss, ist mir auch irgendwie unklar. Ich meine, gut, sowas ist ja inzwischen leider gang und gäbe, aber das. Selbst wenn du die CD-Version von dem Ding hast, dass du dann erst nochmal, keine Ahnung. Laden Sie bitte hier 17 GB runter. Nein! Ja, ja. Das hat echt schon in den letzten Jahren zu einigen Unsitten geführt. Ingame-Mikrotransaktionen. 90 Euro. Und all solche lustigen Sachen. Day One DLC. Besser finde ich das dann schon, so wie Witcher 3 das regelt. Da kann man dann, weiß ich nicht, die normale Version für 40 Euro kaufen oder für, ich weiß nicht, 25 Euro mehr, glaube ich. 20, 25 Euro, ich glaube, ist das, kann man dann... Das ist eine, die funktioniert. Ja, nee. Nicht nur das, sondern einen Season Pass, der dann noch zwei später folgende DLCs beinhaltet, die dann jeweils so um die 20 Stunden noch an Spiel bringen sollen. Ah ja, eine Methode im Vorhinein Geld zu scheffeln, ja. Ja, natürlich. Aber besser so, als dass sie das Game auf den Markt schmeißen und dann aber auch am ersten Tag direkt sagen, ja, guck mal hier, kannst du hier auch noch runterladen. Ja, ja, gut. Okay, klar. Wir haben ja mal was ganz Tolles ausgedacht. Eigentlich müsste ich Encased Towerwood holen gehen im Twilight. Habe ich jetzt aber irgendwie nicht so den Bock drauf. Wir brauchen noch eine Holztreppe. Und da habe ich doch noch Marmor. Verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Auch was sich so in den letzten Jahren auch so leider durchgesetzt hat, dieses Early Access. Oh ja. Nimmt also teil für schmale Mark und wenn dann das, was der Programmierer haben will, erreicht ist, dann wird einfach nicht mehr weiter dran gemacht. So, dann kannst du ja nämlich zusehen. Habe ich echt die Faxen dicke Faxen. Ich weiß gar nicht, letztens hatte noch irgendwo irgendeiner Rust gezockt, das hatte ich noch gesehen. Und das hat sich wirklich kaum weiterentwickelt. Also da ist echt... Was hat sich da? Nichts weiterentwickelt. Da ist im Grunde nichts passiert. Ja, nochmal nach Hause. Boom, zwei. Fump. So, Holztreppe. Die hatte ich, glaube ich, hier oben reingeschmissen. Nein, hatte ich nicht. Da aber. Und im Grunde müsste ich mir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mache ich mir direkt da noch eine Tür und Stüfchen. Hier, sag schnell. Zwei, drei, vier.
wieder eine kleine Aphasie heute. Marmor und wo waren sie hier? Da ist nichts mehr, das ist blöd. Dann können wir hier nochmal so ein paar Sticks Marble mitnehmen. Ne, Marmor. Schneebällchen kann weg. Und wäre mal interessant zu wissen, ob ich die ja schon in den Filter eingebaut habe. Nein. Aber jetzt, oder? Road. Invertierte Roadlamp, ja. Schön. Invertierte Roadlamp. Bitte was? Frittierte Roadlamp. Nein, nicht frittiert, invertiert. Darauf erstmal ein Eierbrot. Ich hätte mich nochmal ins Bettchen legen sollen. Kein Eis mehr. Müssen wir da mal welches machen. Fashion Blues. Hinten ist gerade ein Zombie aus einem Erdloch gestiegen. Tja, was sollen sie auch sonst tun? Mich in Ruhe lassen. So, hier hatte ich alles zugebaut. Richtig, so war das ja. Was? Da habe ich der Landschaft ein wenig nachgeholfen. Yippie! Normalerweise. Aber nur normalerweise. Fluchttürprinzip. Ich frage mich immer noch, was die Wölfe hier auf dem Dach machen. So, Taschen voll. Wie viel haben wir? 1212. Um da nochmal auf die Republika zurückzukommen, lohnt sich. Kann man sich auch bei YouTube anschauen, auch einmal unter dem Republika-Kanal und wie gesagt, dieser Philipp Banse, der führt dann auch weitergehende Interviews mit den Leuten. DCTP-TV ist da der Kanal, glaube ich. Könnte für jeden was dabei sein. Hat natürlich auch wieder viel mit Überwachung, dergleichen zu tun. Viel Stand der Dinge, teilweise visionär und ja, bietet gute Denkanstöße für eine weitere digitale Zukunft. Laberst du?
von der Republika, die momentan in Berlin ist. Zum Beispiel, ach, ein einfaches Beispiel, die Regulierung von außerhalb. Ja. Bei Atomenergie ist es ja genauso, wenn du irgendwo 10 Tonnen waffenfähiges Plutonium rumfliegen hast, dann sollte man natürlich schon ein bisschen anders kontrolliert werden, als wenn man irgendwie seine 0,1 Gramm irgendwie Uran oder was für irgendwelche Tests im Labor hat. Ne? Und genauso ist es ja mit Daten auch. Also die viele Daten über viele Menschen und das auch noch vernetzt irgendwo speichern und verarbeiten sollen. Eigenbedarf frei. Bitte was? Eigenbedarf frei. Ja. Aber ne, dass eben solche Sachen wie der BND unterstützt die NSA beim Wirtschaftsspionieren in Deutschland, dass eben solche Sachen, weiß ich nicht, von außerhalb schon irgendwo kontrolliert werden, wie diese, tja, auch diese Atomenergiebehörde, diese internationale. Genau sowas müsste es eigentlich auch für unsere Daten geben. Ich meine, die... Der kontrolliert wird, bist du, mein Freund. Ja, genau, aber das hat ja nichts mehr mit Transparenz zu tun, ne? Was? Chaos Computer Club fordert ja auch, dass Leute, die Daten von einem speichern, dazu verpflichtet werden, jedes Jahr einen Datenbrief rauszuschicken über das, was sie gespeichert haben von dir. So, das wäre mal ganz nett. Dass man auch zumindest weiß, wer was von einem weiß und ob das auch richtig ist, was da drin steht. Ne? Aber ich habe mich auch mal mit einem... ich will jetzt nicht herabwürdigend sagen, Klinkenputzer, aber es hatte schon so ein bisschen was... ein Typ von einem... Ja, wie heißt das? Präsentations... zwei gespannt, die neue Produkte bei uns vorgestellt haben. Er hat wohl auch bei einem Telco-Unternehmen, also im Bereich von Mobilfunk, gearbeitet. Und der sagte auch, wenn du, er kommt also aus dem Kölner Raum, und er sagte, wenn du da irgendwo wie heißt denn da dieser Stadtteil zwischen Köln und Brühl mit diese Trabantenstadt da? Ich weiß das gar nicht. Ja, zum Beispiel. Aber wenn man irgendwo ungünstig wohnt, dann kann man auch vom Beruf Rechtsanwalt sein. Da sagt einem dann die Software, nein, der kriegt keinen Handyvertrag. Weil laut Geoscoring ist da... die Zahlungsmoral unter aller Sau und ist hier dann schon durchgefallen. Es fängt mit solchen Sachen an und geht dann über online. Was hat der für eine IP? Wo kommt der her? Darf er nur per Vorkasse kaufen oder schicken wir ihm eine Rechnung nachher? Solche Sachen. Und was Frank Rieger halt auch viel hatte, es war so, eben im Bereich Berufsleben hat er da mal so runtergebrochen, was denn so den Unternehmen das kostet, einen Angestellten oder einen Roboter zu beschäftigen. Oder wie einfach auch teilweise Optimierung durch... so sagen wir mal IT-gestützte, Informationstechnologie-gestützte, Abläufe einfach auch daneben gehen können. Da wird
ja alles immer optimiert. Ich meine, ich kenne es ja auch aus meinem Unternehmen. Frei nach dem Motto, da ist noch Luft nach oben. Wir müssen da noch Kapazitäten freisetzen. Und ja, diese ganzen Excel-Junkies in den Entscheidungsabteilungen, die dann da ihre schön gefüllten Statistiken dann. Ja, es geht darum, dass Menschen in irgendwelche Muster gequetscht werden, elektronische Muster gequetscht werden, in die sie einfach nicht reinpassen. Und dass deswegen es. Dass wir da ganz gut reinpassen. Er hatte das Beispiel zum Beispiel mit Paketen, die bis 12 Uhr ausgeliefert werden sollen. Und für jedes Paket, das die eben nicht bis 12 Uhr ausliefern, gibt es Punkteabzug, sprich auch weniger Geld am Ende des Tages. Also, was machen sie? Gehen hin, stellen sich an den Straßenrand, scannen die Pakete ein und schreiben dann hin, Kunden nicht angetroffen. Kunden zu Hause nicht angetroffen. Dann kriegst du nur dein schönes Kärtchen im Briefkasten geschmissen, kannst du dir, weiß ich nicht, am nächsten Werktag ab 16.30 Uhr dann da abholen. So ist es doch. Ich höre das ständig und ich bekomme es ja auch in der Firma mit. Also gehen dann die Leute, die dann auf ihrem DPD, UPS, Transoflex Auto sitzen, hin und scannen sie ein vor 12 und sagen, ja, hör mal hier, da habe ich den Mieter nicht angetroffen oder die Firma war zu wegen Sonnenschein oder irgendwas, keine Ahnung, was die dann da angeben müssen. Kriegen sie ihr ganzes Geld, kriegen keinen Stress und die Entscheider sehen, oh, das klappt ja gut, da können wir dem vielleicht noch mal ein paar Pakete mehr fahren lassen. Wenn er es schafft, 17 Pakete innerhalb von 3 Minuten abzuliefern oder so. Also sollte man als Arbeitnehmer ja auch tun, nicht immer so zu tun, als ob man gerade total im Stress ist und das alles überhaupt nicht funktioniert. Nö, die Zeiten sind vorbei, dass ich künstlich operative Panik verbreite. Also man darf den auf jeden Fall nicht irgendwie in die Karten spielen, indem man. Nein, Angriffsflächen darf man natürlich nicht bieten, aber. Ich muss auch nicht so tun, als. Ist ja wie bei mir, wenn kein Kunde da ist, dann brauche ich da nicht rumrennen und so tun, als. Weiß ich nicht, wer weiß, was ja, passiert. Ja, nee, dann sieht das ja aber auch keiner. Och, wir werden eigentlich ganz gut überwacht. So ist es nicht. Wenn es danach geht, dann müsste ich den ganzen Tag schauspielern. Ich laufe als Fernsehprogramm bei meiner Chefin den ganzen Tag im Büro. Das ist wie Big Brother. Ja, wolltest du auch schon immer haben. Ja. Das ist sozusagen dein Traumjob. Ich hätte ja auch mal gerne so einen Best-of-Zusammenschnitt. So. Leider keinen Ton mit aufgezeichnet, aber. Ne. Da erlebst du schon Highlights bei uns. Ja, das ist, weil derselbe steht. Oh, nichts essen, sondern Durst habe ich eh. Was sagst du? Ja, gut.
muss was essen, so viel Durst hast du? Was in der Art. Vielleicht auch Cover drauf. Mal gucken. So, hier hinten, dann würde ich mal sagen. Können wir zurück? Oh nein, das war falsch. Eigentlich erstmal nicht so wild, dann legen wir uns nochmal ein Bettchen. Flugringbatterie ist noch fast voll. Ach du dämliche Spinne. Bist du wieder in irgendwelchen dunklen Schächten unterwegs? Ja, ja, sicher. Er hat reichlich Beute gemacht. Beispiel 1,5 Sticks Bernstein. Ja, mein Bernsteinzimmer habe ich mich auch schon länger nicht mehr gekümmert. Stirb doch endlich, meine Güte. Nicht die 5. Hallo? Die 4. Oh, da sind wir auch schon. Irgendwo hier in der Ecke. Jawohl. Wie viel haben wir? 1662. Tierischen Drehwurm. Ist denn eigentlich irgendwas fahrzeugmäßig Neues in R-Faktor 2, was jetzt Vanilla wäre, beziehungsweise gemoddet, aber erwähnenswert, was ich vielleicht noch nicht gesehen habe? Ja, das Neueste ist die AC Cobra, aber kein Vergnügen. Ich meine, man muss also... Naja, kaum fahrbar, diese Schleuder, weil das irgendwie 5 Milliarden PS sind. Schlangentanz. Dein Lutsche. Ansonsten sind noch die Karts geupdatet worden, das ist so. Mhm. Karts. Ja. Ja. Bildungszeit sind die auch sehr lustig. Strecken, noch da irgendwas passiert. Ja, offiziell gibt es glaube ich auch ein, zwei neue und gemoddete gibt es bestimmt auch ein, zwei neue, aber
weiß ja nicht, von welchem Zeitraum du so sprichst und so. Also, das ist. Das letzte halbe Jahr, nee. Jetzt so. Schwer pauschal zu sagen, so. Ich hab's ja schon ewig nicht mehr gezockt. Ja, ja. Schön wäre ja vielleicht das Erste, was du machen solltest, vielleicht auch einfach mal den neuesten Bild drüber schmieren. Du bist nicht bestimmt, was ich. 5 Updates. Late oder so. Ja, das ist gut möglich. Da würde ich mir dann einfach mal die aktuelle Live-Version ziehen und dann einfach drüber installieren, dass es funktioniert. Darüber könnte man dann auch einen Server laufen lassen, oder was? Einen dedizierten. Ja, dedicated Server aufmachen, ja. Gibt's eigentlich auch LMP-Karren schon? Wäre interessant, ob ich jetzt mit. Nicht wirklich, nee. Ob ich jetzt mit einer LMP-Karre auch in unter 2 Minuten ins Spa schaffe. Nee, leider nicht so wirklich. Ah, innerhalb lässt ein bisschen sowieso zu wünschen übrig. Mal auch die Modder da nicht viel. So. Wenn man einmal bei so einer Kombination Blut geleckt hat, dann fährt man sowieso nichts anderes mehr die nächsten Wochen. Ja, dann muss es wohl der Nissan sein auf der Nordschleife. Ich hatte so einen schwarzen Höhlenskorpion erlegt und da kam auch tatsächlich Chitin raus und das ist dann aber in die Lava gefallen. Fitz! Im Zweifelsfall müsste ich da sogar noch welche von haben. Von den Chitinplatten. Ich wollte halt selber ein paar sammeln, um mir dann irgendwann auch mal eine Rüstung zu machen, so einfach nur zur Zierde. Ja, das macht sich sehr gut so im Zimmer. Beispiel. Das heißt, ich hätte noch einen schönen Tourenwagen-Mod für dich. Müsste ich dann mal eben auf Mediafire hochladen und sie dann von da runterziehen. Beat Leon. Beat Leon Tourenwagen. Ja. Das hat dann WTCC-Konfiguration oder? Ja, naja, so quasi, ja. Mehr oder weniger. So gleiche Klasse im Prinzip. Also auch so ein, weiß ich nicht, 1,6 Liter Diesel oder so.
sind damals sogar Diesel gefahren, glaube ich, ja. Aber das hier ist dann wohl doch eher ein Benziner. Aber ein Frontkratzer halt. War ganz witzig. Die Sache mit den Glasscheiben wäre eigentlich sinnlos, weil dann ja eh da hier die Eiszäune reinkommen oder kämen. Case Torwood fehlt da noch definitiv. Vielleicht sollte ich auch noch mal von außen ein bisschen was an der Tür machen. Könnte dann ja vielleicht ein Ticken besser aussehen. Mehr reichen bis oben. Über zwei Sticks.
wird nicht reichen. Naja, kann man nichts dran tun. Kann ich da nicht draufstehen? So sieht das denn dann nämlich nachher aus. Ist hier nämlich oben alles dicht im Grunde. Sollten wir gleich mal von unten gucken, ob das dann auch aussieht oder ob das einfach nur schäbig ist. Hier kann man den Zipfel gar nicht sehen. Naja. Das ist schon leicht beeindruckend jetzt auch so von innen. Dass dann bis dann nach da oben geht. Aber ob mir das so gefällt, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken. Ich würde sagen, aber ich mache daran morgen weiter, wenn es mir nicht noch doch gelingen sollte, den Server mit 1.7.10 und der Karte hier ans Laufen zu bringen. Jetzt muss ich mich mal heftig am Bein kratzen. Könnte eventuell funktionieren. Gucken wir mal. Wie gesagt, für heute möchte ich den Stream an dieser Stelle beenden. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr dabei gewesen seid und auch den Leuten, die als Erste von unten in der Streamingliste auftauchen, eine Chance gibt. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt, empfehle ich euch meinen YouTube-Kanal unter youtube.com/rotzkocher. Da findet ihr vorangegangene Livestreams aus dem Haukenland und ein fortgeführtes Let's Play von Fallout New Vegas. Ein fortgelaufenes, fortgeführtes, fortgeschrittenes. Und wenn ihr sonst noch irgendwas mitbekommen wollt, dann abonniert mich bei Twitter unter @rotzkocher. Da erfahrt ihr dann immer, wenn ein Livestream beginnt, ein Video veröffentlicht wird. Oder ich einfach nur was tweete oder retweete, wie eben auch meine Daumen nach oben für gute YouTube-Videos. So wie heute das von dem Herrn Banse. Angucken. Wie heißt das dann? Watch-Befehl? Nee, ist auch egal. Jetzt noch eine gute, irgendwas. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns morgen Abend wieder. Und bis dann, macht's gut. Ciao.